Einen wunderbaren guten Morgen. 5.50 Uhr. Früher Vogel fängt den Wurm. Ja, wir machen uns mal so langsam auf den Weg weiter Richtung Süden. Ja, mehr gibt es gerade nicht zu erzählen. Das war gerade so nett. Ich bin eine Abkürzung gelaufen, wollte eine Abkürzung laufen. Die Straße endete an einer Schranke und dahinter Industriehof und Baustellen und sonst was. Und dann hieß es zuerst, naja, hier ist kein Durchkommen und weil es auch alles privat ist und sonst was. Und dann hat die Frau auf meine Karte geguckt und hat gesehen, dass ich dann doch schon wieder ein ordentliches Stück Umweg zurücklaufen müsste. Und ja, und dann hat sie zwei Männer geholt. Und die haben mich dann sozusagen diesen Kilometer durch den Bereich eskortiert, was echt nett war. Dankeschön dafür. Heute Morgen schon um 9.30 Uhr, 10 Uhr sowas hier in Jack angekommen. Das ist ein ganz, ganz kleines Dorf. Zu dem Campingplatz, zu dem ich wollte, der auch in der Nähe von dem Naturreservat ist, so im Süden, vor der slowenischen Grenze. Da sind laut diversen Apps irgendwas zwischen 32 und 35 Kilometer. Also das hier symbolisiert im Prinzip die Hälfte, vielleicht ein Tick weniger, so ganz genau weiß ich es nicht. Eigentlich hätte ich jetzt echt gerne mal draußen irgendwo im Wald gepennt, nur das Problem ist, hier sind überall nur Wiesen, ja, und Felder und weite Ebene und nicht gut, um einfach ungesehen irgendwo zu zelten. Es kommt zwar irgendwo ein Wald, der sieht aber aufgrund der Wege, die da drin sind, sieht es eher so aus wie so ein Park. Ja, da kannst du, glaube ich, auch nicht wirklich drin abhängen. Ja, und deshalb musste ich mir hier jetzt was suchen. Ich habe hier ein tolles Haus gefunden. Ne? Wo das ganze Haus billiger ist als das Zimmer, was ich letzte Nacht hatte. Und von dem her, das habe ich jetzt irgendwie genommen, weil das Ding war nämlich auch, dass es schon um 10, 30 Grad hatte. Und es stieg ja heute dann wieder bis 33, 35 Grad und Hundi leidet dann wirklich. Also ich muss dem wirklich sein Tribut zollen und gucken, dass es für ihn nicht so hart wird. Ja, deshalb hatte ich dann auch gesagt, okay, dann bleiben wir halt hier. Ja, jetzt ist fette Regenfront. Es hat plötzlich zugezogen. Es hat aber trotzdem immer noch 33 Grad. Es ist schwül wie Sau. Alles klebt und es kommt wohl richtig fetter Regen, der morgen den ganzen Tag anhalten soll. Fängt auch schon heute Nacht an. Also wenn dem wirklich so sein sollte, dann kein Lauftag, dann muss ich halt bleiben. Aber ich liege ja immerhin dann nicht im Zelt. Das lässt sich aushalten. Aber das ist auch einfach mal schön. Nebenwirkung des Lebens.